Action!
Sophia, könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen. Mach dich bereit. Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft. Wir versuchen es weiter. Wir lassen das Katapult nach. Moment! Ihr Helikopter ist zu schnell. Wir werden ihn niemals treffen. Warte, ich habe eine Idee. Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Wir sind bereit. Jetzt, Sophia! Und los geht's! Das war's. Dieses Schwein. Schickt eine Einheit! Sofort! Ich will sie tot sehen! Sofort weg! Nein! Sophia!
nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Hilfe, keine Hoffnung. Diese Opfer zu ihrem Grab werden. Ich sehe sie. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals ihr Schicksal. Ihre Schwester hat ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für sie. Gehen Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet. Nein. Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um ihres. Sie irren sich. Seien Sie still. Seien Sie einfach still. Er war so. Sie sind es nicht wert. Er tat mir leid. Fahren Sie zur Hölle. Gebracht hat. Tod. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Thank you.
Jacob, halten Sie durch! Durchhalten? Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre Sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Geliebte Lara, ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein! Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein, noch nicht.